So, guten Abend, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, zu einem News-Video. Heute soll ich sich diesen News-Video auf Atari beziehen, denn der frühere Videospielriese ist nun tatsächlich insolvent. Ja, nach THQ hat es nun auch Atari erwischt. Keine rosigen Zeiten für Videospielfirmen, Videospielproduzenten. Und ich möchte zunächst dem maximal 99334 danken dafür, dass er mir diese Nachricht dazukommen lassen. Ich hatte es gar nicht mitgekriegt, aber ist natürlich schon eine relativ große Aktion, sage ich mal. Denn im Juli 2013 wird Atari Stück für Stück versteigert. Sozusagen ist das, dass das hier der US-Arm ist, dem, der hier zerschlagen wird. Ja, Atari, früher einer der riesigen Videospielgiganten, die vielen Atari-Konsolen, die rauskamen, wurden aber irgendwann von Sega und Nintendo den Rang abgelaufen. Dennoch, sie haben lange Zeit da gut konkurriert. Dann kam natürlich Sony dazu und Atari wird dann ziemlich abgemeldet, genauso wie als dann Microsoft dazu kam. Sega hat ja sich durch den Um, durch den Um, durch der Dings, durch das Umstieg zum Software, zum, ja, zur Softwarefirma gesichert. Aber ja, jedenfalls, bei Atari ging es eigentlich seit 1989 immer weiter bergab. Letztendlich hat es auch mehrmals den Besitzer gewechselt. Und um das Ganze kurz zu machen, irgendwann haben sie sich nur noch auf Online-Spiele und Apps beschränkt in den USA. Und ja, was nun das Ziel ist, der Atari soll an eine französische Mutterfirma abgetrennt. Und durch das Geld neuer Investoren eigenständig fortgeführt werden. Quelle hier mal die Bild-Zeitung, die hier wahrscheinlich richtig liegt, nehme ich an. Und danach soll diese Zukunft auch weiterhin in mobilen Spielen liegen. Also Atari existiert an sich weiter, aber eben der US-Zweig nicht mehr, der ist zerschlagen. Große Franchises, die hier versteigert werden, sind unter anderem Rollercoaster Tycoon, Test Drive und Total N Annihilation soll relativ viel Geld einbringen, vor allem Rollercoaster Tycoon wird auf etwa 3,5 Millionen US-Dollar geschätzt. Ich habe es auch viel gespielt dazu. Ich glaube schon, dass das ganz gut werden könnte. Aber wie gesagt, wenn sie sich weiterhin auf Online-App-Spiele beschränken, natürlich, sie gehen schon mit der Zeit, aber viel Geld verdient man dadurch halt auch nicht. Ist ja die Frage, ob sie dem dann standhalten können. Jedenfalls, die Markenrechte sollen etwa 22 Millionen einbringen und der Name Atari soll nun tatsächlich auch verkauft werden für etwa 15 Millionen. Das ist natürlich für viele Firmen interessant, so einen Namen zu haben. Es könnte sogar sein, dass das letztendlich mehr wert wird, als die Firma selbst oder begehrter wird. Einfach weil natürlich Atari einen großen Namen hat. Aber gut, das war's von mir an dieser Seite. Ich wollte mal fragen, wie ihr dazu steht, dass Atari nun pleite ist, ob ihr was dazu beizutragen habt, wie ihr, ja, wie gesagt, einfach wie ihr dazu steht, wie ihr glaubt, wie es mit Atari weitergeht in ihrer französischen Mutterfirma und ja, was für Franchises ihr auf jeden Fall gerettet haben wollt von Atari.